Aber ich meine, im Endeffekt steht es so im Regal. Okay. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr auch beim neuesten Video wieder mit dabei seid. Ich hab's schon wieder getan. Ich habe mir Bücher bestellt. Es kommt leider Gottes öfter vor, als ich es möchte oder als mein Geldbeutel es möchte. Aber diesmal habe ich nicht bei Rebuy bestellt, sondern bei Avell zum allerersten Mal. Ich wollte es einfach mal austesten. Ich habe mich in letzter Zeit des Öfteren über Rebuy geärgert, weil ich so oft Bücher bestelle, die als sehr gut deklariert sind und dann trotzdem komplett voller Leserillen sind. Und für mich ist einfach sehr gut, dass vielleicht mal eine oder zwei Leserillen drin sind, aber dass das Buch von vorne bis hinten rund gelesen ist, das ist für mich halt leider nicht sehr gut. Ich wollte auf jeden Fall jetzt mal Avell testen. Wenn ihr jetzt was tippeln hört, das ist Lana, der habe ich nämlich gerade noch einen Kauknochen gegeben und sie weiß nicht, wo sie ihn verstecken soll und tippelt jetzt ganz aufgeregt durch die Wohnung. Auf jeden Fall habe ich das Paket schon mal aufgeschnitten und ich habe mich direkt geärgert. Ich hoffe, das fällt jetzt nicht irgendwie alles raus. Ich versuche es euch irgendwie zu zeigen. Die haben hier nochmal diesen Balken oder dieses Klebeband drüber geklebt. Und das ging hier übers Buch drüber und hat richtig so einen Kleberückstand am Buch jetzt hinterlassen. Ist natürlich Meckern auf hohem Niveau. Huch, jetzt schmeiße ich beinahe die Kamera runter. Meckern auf hohem Niveau, aber es hat mich trotzdem geärgert. Nur mal so viel dazu. Aber jetzt kommen wir zu den Büchern. Ich stelle euch nämlich jetzt jedes einzeln vor. Als erstes hätte ich hier ein Exemplar vom Lux Verlag und zwar Cora Carmack Forever in Love. Darin geht es um Antonella. Antonella ist fleißig am Lernen und ihr Liebesleben rutscht so ein bisschen hinten runter und irgendwie hat sie so gar kein Liebesleben. Und dann trifft sie einen sexy Footballspieler oder vielleicht kennt sie ihn auch schon. Das lässt der Klappentext nicht erahnen. Dieser heißt auf jeden Fall Matteo und er möchte ihr ein bisschen auf die Sprünge helfen, was ihr Liebesleben angeht. Er sagt ihr aber gleich, verlieben ist nicht und nichts Festes, nichts Ernstes. Aber sie verstehen sich sehr gut und seine Entscheidung wird durch Antonella ein bisschen, wie hier steht, ins Wanken gebracht. Es hat mich jetzt vom Klappentext her so ein bisschen an Mona Kastens Begin Again erinnert. Da ist ja auch Caden, der sich nicht binden will. Aber ich denke, es ist eine schöne Liebesgeschichte, die zeigt, dass auch die wahre Liebe jeden überzeugen kann. Dann habe ich hier ein Buch von Kai Meier. Ich habe ja jetzt im April, das werdet ihr dann im Lesemonat auch sehen, auch ein Buch von ihm gelesen, zusammen mit einer Freundin von mir. Und der Schreibstil hat mir richtig gut gefallen. Ich habe gedacht, geben wir dem Ganzen noch eine Chance und schauen uns mal noch was anderes an. Ich weiß gar nicht genau, um was es hier im Buch geht. Also hier steht nur Furia, Salamandra, Fairfax lebt in einer Welt der Bücher. Und damit hatte das Buch eigentlich schon für mich gewonnen. Ich habe nämlich auf meiner 18 für 2018 Bucketlist einen Punkt mir vorgenommen, ein Buch zu lesen, in dem es um mein Hobby geht. Das sehe ich gerade, das spiegelt die ganze Zeit. Ein Buch, in dem es um mein Hobby geht. Und hier geht es um Bücher. Bücher sind mein Hobby, also passt das schon mal sehr gut. Hier steht auch noch weiter, in ihren Tiefen ist Furia auf der Suche nach einem ganz besonderen Buch, ihrem Seelenbuch. Mit ihm will sie die Magie der Worte entfesseln. Also es klingt für mich auf den ersten Blick auch nach einem Mädchen, das auf der Suche nach sich selbst ist, dass es vielleicht ein bisschen um Selbstfindung in dem Buch geht. Ich lasse mich auf jeden Fall mal überraschen. Dann hat es noch ein Buch aus dem Bastei-Lübbe Verlag zu mir geschafft. Kate und Leah von Megan Card und Rowan Dane. Soll ein erotischer Roman sein, ich hoffe nicht zu übertrieben. Unsere Hauptprotagonistin in dem Buch ist Lia und die hat aktuell sowas von die Schnauze voll von Männern und denkt sich, ich verbringe meine Zeit doch lieber mit Kate. Aber wie soll es anders sein? Dann taucht plötzlich ein attraktiver junger Mann auf, der heißt Brandon und der stellt Lias ganze Welt komplett auf den Kopf. Auf dem Cover sind jetzt irgendwie zwei Frauen drauf. Also ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass die beiden sich, also Kate und Leah, sich auch annähern.
was mir wahrscheinlich schon wieder too much in die Erotikschiene abrutschen wird. Aber das Buch hat nur noch 1,99 € gekostet und ich habe gedacht, komm, liest du das einfach mal durch und wenn es nichts ist, wird es eben wieder verkauft. Dann habe ich ein Buch eben schon mal so kurz erwähnt und zwar Mona Kasten, aber das ist nicht Begin Again, sondern Trust Again. Und in diesem Buch geht es nicht um Caden und Ellie, sondern um ihre beste Freundin Dawn. Beziehungsweise um die Geschichte zwischen Dawn und Spencer. Die beiden hat man im ersten Teil schon mal kennengelernt und jetzt switcht das Ganze und erzählt die Geschichte von den beiden. Ich habe jetzt gerade diesen Monat den ersten Band gelesen, daher weiß ich auch schon, wer die beiden sind. Wusste aber nicht, dass die Geschichte nicht weitergeht, sondern dass jetzt zwei andere Charaktere eine Geschichte bekommen. Finde ich eigentlich ganz schön, die Idee. Und ich bin mal gespannt. Ich habe das andere gerade heute Mittag beendet. Vielleicht fange ich heute Abend dann gerade noch mit dem hier an. Ach so, und was ich noch sagen wollte, bei Avell ist es ja nicht so, dass die Bücher groß gebraucht sind, sondern die meisten sind eigentlich neu, haben aber irgendwo eine kleine Macke. Bei dem ersten war das jetzt, sieht man das? Hier so ein kleiner Ritzer, wahrscheinlich von einem Cuttermesser, als der Karton aufgeschnitten wurde. Die haben dann auch unten immer so einen Mängelstempel. Hat Trust Again auch, sieht man das jetzt? Hier, Mängelexemplar steht da nämlich immer drauf. Ja, bei dem hier auch. Bei Kai Meier seltsamerweise nicht. Soll mich aber auch nicht stören. Machen wir auf jeden Fall weiter mit dem nächsten Buch bzw. den nächsten Büchern. Da gab es nämlich ein Sonderangebot, nenne ich es jetzt mal, oder so ein Paket. Das waren dann 4 Lux-Bücher für 9,95 € oder so. Eins davon wollte ich nämlich eigentlich haben und ich habe gesehen, dass für nur 2 € mehr, was das Buch gekostet hätte, ich dann noch die anderen 3 dazu kriege. Und da habe ich gedacht, komm, machst du mal ein Schnäppchen, holst dir gleich 4 Bücher auf einmal. Das erste Buch, das ich euch jetzt gerade mal zeigen möchte, ist von Lara Adrian, Ruf der Versuchung. Ist angeblich eine Spiegel-Bestseller-Autorin, ich kenne sie bisher nicht und lass mich einfach mal von ihr und ihrem Schreibstil überraschen. Ruf der Versuchung ist so eine Art Fantasy-Geschichte, es spielen Vampire mit, es geht irgendwie um Arabella. Ja, Arabella heißt sie und den Ordenskrieger Savage. Viel mehr gibt der Klappentext auch nicht her, nur dass sie irgendwie als sein Schicksal auserkoren wurde und aber die Frage jetzt im Raum steht, ob sie auch die Waffe ist, die ihn vernichten kann. Wir werden es erfahren. Dann war noch in dem Paket 400 Days Täuschung von Lara Adrian, also von der gleichen, die das hier geschrieben hat. Darum geht es um, wie heißt sie? Avery Ross. Sie ist eigentlich Kellnerin oder hält sich mit ihrem Kellnerjob über Wasser und bekommt das Angebot für 100 Tage, 400 Days, macht Sinn, das Luxus-Penthouse von irgendwem, ich weiß es nicht, wie er heißt, Dominic Bain heißt er, zu sitten, also so House-Sitting-mäßig und dort lernt sie Dominic Bains Nachbarn kennen und den findet sie ganz schön interessant. Aber natürlich hat sie irgendwo ein dunkles Geheimnis, das seine Schatten über die Zukunft oder über die Gegenwart wirft. Was das Ganze ist, kann ich euch vielleicht im Laufe der nächsten Wochen erzählen. Als nächstes war noch ein wunderschön aufgemachtes Buch in diesem Paket mit drin. Janusmond von Mia Winter. Das Cover fand ich schon richtig, richtig schön. Es ist zwar schlicht schwarz-weiß gehalten, aber irgendwas hat es, was mich angesprochen hat. Und außerdem sind die Seiten zwar weiß, aber der Buchschnitt ist schwarz. Fand ich richtig cool. Dann habe ich mir mal den Klappentext durchgelesen. Es schreit jetzt nicht unbedingt so danach, dass es ein Buch wird, das ich extrem feiere. Es hört sich nämlich sehr thrillermäßig an. Ihr wisst, ich mag nicht so gerne die Thriller. Auf jeden Fall geht es um einen Deutschen, der heißt Leon Bernberg. Und der fährt in ein kleines Dörfchen nach Frankreich, eigentlich um seine Schwester für tot erklären zu lassen.
Dann trifft er auf einen Polizisten und durch dessen Erzählungen werfen sich so ganz viele komische Punkte auf, ganz mysteriöse Punkte. Dann werden auf einmal zwei Männer tot aufgefunden und er weiß gar nicht eigentlich mehr, was los ist. Also beginnt er damit, Nachforschungen über den Fall seiner Schwester und den Fall der zwei ermordeten Männer zu machen und gerät in böses, böses Unglück. Wie gesagt, Thriller ist jetzt nicht unbedingt meins. Vielleicht kann mich der Schreibstil der Autorin packen, dass es mir dann doch gefällt, aber ich sag mal, die Chance steht 30-70, dass das Buch, nachdem ich es gelesen habe, wieder ausziehen darf. Und als letztes war bei diesem Buchpaket dieses Schätzchen hier dabei, Bourbon Kings von J.R. Ward. In diesem Buch geht es um die Familie Bradford, die sozusagen ein Bourbon-Imperium aufgebaut hat. Doch ihr Sohn Tulane, ich glaube er heißt Tulane, verschwindet und er legt sich sozusagen sein eigenes Exil auf und nach 2 Jahren taucht er plötzlich wieder auf und mit ihm natürlich auch Geschichten aus der Vergangenheit. Also in dem Buch geht es auch viel wirklich um diese Familie, bei denen auch mehr Schein als Sein ist. Es sind viele Leute mit involviert, die er, sag ich mal, durch seine Rückkehr erzürnt und vielleicht auch ein bisschen verärgert. Auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr, sehr gehyptes Buch. Ich habe jetzt schon sehr viel Rezensionen darüber gelesen, teils positiv, teils negativ, weil halt auch Erotik drin vorkommt. Muss man mögen, wie ihr wisst, wenn es zu viel ist und das ganze Buch nur noch darum geht, gefällt es mir ja auch nicht. Wenn es einfach nur sich ein bisschen durchzieht, ist es okay. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Das war nämlich das Buch, das ich unbedingt lesen wollte und weswegen ich dieses Buchpaket eigentlich auch gekauft habe. Und jetzt, Trommelwirbel, kommt das letzte Buch. Und eigentlich habe ich auch nur bei Avel bestellt, weil es gerade dort echt günstig gab. Ich rede von Sarah J. Maas, Das Reich der 7 Höfe. Ich habe ja schon ewig damit geliebäugelt, weil es einfach auch überall durchweg positive Rezensionen gibt und alle so begeistert von diesem Buch sind. Alle sind ja jetzt gerade dabei, den 3. Band zu lesen, der vor kurzem gerade erst rauskam. Ich bin mal wieder Spätzügler und habe jetzt erstmal den 1. Teil. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr zu lesen. Viele sagen ja, dass es wirklich eine der besten Fantasy-Geschichten seit langem ist. Es ist ja auf der Spiegel-Bestsellerliste ganz, ganz, ganz weit oben. Und ich finde eigentlich auch, der Klappentext beschreibt schon mal richtig gut, um was es grob geht. Ich lese ihn euch jetzt einfach mal vor. Ein legendäres Reich, ein Fluch und eine Liebe, die über Leben und Tod entscheidet. Die junge Jägerin Faye wird in das sagenumwobene Reich der Faye entführt. Nichts ist dort, wie es scheint. Sicher ist nur eins, sie muss einen Weg finden, um ihre Liebe zu retten. Oder ihre ganze Welt ist verloren. Macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Lust auf mehr. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, falls ich jetzt nicht Trust Again weiterlese, dass das hier vielleicht sogar noch im April in meinen Lesemonat wandert. So, ihr Liebeleins, das war mein Avel-Unpacking oder beziehungsweise meine erste Avel-Bestellung überhaupt. Ich bin noch ein bisschen zwiegespalten, ob ich das jetzt besser finden soll als Rebuy, weil mich diese Stempel schon ein bisschen nerven oder diese Ritzer hinten drin. Aber ich meine, im Endeffekt steht es so im Regal. Und man sieht es gar nicht. Und ansonsten sind sie ja wirklich komplett ungelesen. Keine Eselsohren drin, kein... Ich hatte schon Bücher bei Rebuy, da war was drin markiert. Da dachte ich mir auch, ja, eigentlich sollte man das so gar nicht akzeptieren. Also man kann ja die Sachen zu Rebuy schicken, die prüfen das. Und wenn irgendwas nicht richtig ist, zum Beispiel Textmarkerlinien in einem Buch, dann wandert das gar nicht in den Verkauf, aber irgendwie rutschen so ab und zu ein paar Exemplare durch und ich hatte leider schon das Vergnügen, dass da ein paar auch bei mir gelandet sind, was mich nicht so gefreut hat. Auf jeden Fall finde ich es eine gute Alternative zu Rebuy. Ich bin noch ein bisschen zwiegespalten, wie gesagt, aber eigentlich ist es okay. Ich habe jetzt definitiv meinen Lux-Vorrat aufgestockt. Irgendwie mag ich den Verlag, ich weiß nicht warum.
Vielleicht ist es, weil ich gerne Lux sage. Nein, ich weiß nicht. Irgendwie gefällt er mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Geht noch ein bisschen raus, genießt das schöne Wetter, solange es anhält. Man muss es einfach ausnutzen. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann schaut doch einfach mal bei Instagram vorbei. Da heiße ich natürlich auch Canis Minor Art. Ansonsten findet ihr mich auch bei Facebook. Schaut einfach mal rein. Ansonsten sind auch alle Adressen unten in der Infobox verlinkt. Ich sage jetzt Tschüss und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Adios!